Der heutige Vlog ist ein bisschen chaotisch. Wo fange ich an? Ich habe heute Morgen angefangen, den Vlog aufzuzeichnen und so den Großteil meines Morgens schön aufgenommen mit der Kamera und dann nach dem Trainieren gemerkt, fuck. Du hattest das Mikrofon nicht eingeschaltet und es war relativ viel Talking Head und jetzt gibt's keinen Ton. Deswegen gibt es jetzt einfach so ein Nachcommentary. Ich habe angefangen, indem ich einen Script Breakdown gemacht habe. Ich habe ja im gestrigen Video schon gesagt, dass wir einen neuen Film drehen und ich bin das ganze Skript durchgegangen und habe geguckt, okay gut, was brauchen wir für Requisiten, wer spielt mit? Gut, das wer spielt mit hätte ich nicht machen müssen, weil wir haben eine Hauptfigur und einen Sprachassistenten, der mitspielt. Das heißt, ist es eigentlich immer nur eine Person. Dann Special Effects Sachen markiert, weil davon sind es auch relativ viele. Und Stunts, und theoretisch würde man noch Kostüme oder gewisse andere Sachen, die man halt unbedingt braucht, um die Szene zu drehen, markieren. Kleines Skript, das heißt, der Arbeitsaufwand war auch ein bisschen kleiner. Dann, als ich unter die Dusche springen wollte, habe ich gesehen, dass der DHL-Bote da ist und da man, wie gestern in dem Video dann hoffentlich gesehen hat, da hinten stehen schon einige Pakete und wir warten noch auf ein großes oder auf viele kleine, wir wissen es nicht so genau, in was wir das bekommen. Ich hoffe einfach mal, dass das unten ist. Ich gehe mal schnell gucken. Es war ein alter Nixon-Post da. Vielleicht habe ich mich auch noch vertan und es war einfach nur ein gelbes Auto, weil ich wollte nicht nackt ans Fenster gehen und habe halt nur so gesehen, da ist irgendwas Gelbes. Vielleicht kommt es später noch. Ich muss jetzt das Script Breakdown vernünftig digitalisieren, beziehungsweise halt, wie schon angesprochen, irgendwie gucken, dass ich die ganzen unterstrichenen Sachen in eine sinnvolle Form kriege. Dafür werde ich erstmal, das habe ich vorhin vergessen, die Szenen beschriften, aber jetzt planen wir die doch erstmal. Ganz tolles, was ich jetzt machen darf, und zwar haben wir dieses schöne Aufgaben-Spreadsheet hier und ich kann sagen, okay gut, das ist nicht fertig, es ist pausiert, weil ich noch auf das finale Skript warte. Ich glaube, ich bin auch bis jetzt der Einzige, der irgendwas an der Vorproduktion macht, beziehungsweise dieses schöne Excel-Spreadsheet pflegt. Das ist etwas, was ich euch auch auf jeden Fall empfehlen kann für den Fall, dass ihr in der Gruppe einen Film macht. Google legt euch irgendwo Google-Konten zu, wenn ihr sowieso nicht schon welche habt, und dann könnt ihr einfach unbegrenzt viele und unbegrenzt große Google-Docs und Excel-Spreadsheets und so machen. Und das ist saugeil, weil man kann halt vernünftig zusammen drin arbeiten, man kann die Leute freischalten, das heißt, du kannst sagen, okay gut, wir arbeiten jetzt irgendwie mit 10 Mann hier drin und man kann sich halt hier so schön die einzelnen Listen und Pläne alle in einzelne Tabs legen, was das Ganze recht angenehm macht zu arbeiten. Eigentlich sollte heute ein Mega-Unboxing kommen, hatte ich ja gestern schon angesprochen. Jetzt kommt das Hauptpaket allerdings erst am Mittwoch. Das heißt, ihr seht das vermutlich am Dienstagmorgen? Das Mega-Unboxing drehen wir dann am Mittwoch, ziehen deswegen ein bisschen den Video-Schedule vor. Eigentlich war der Plan, dass ich heute und morgen in diesen Vlog packe. Das passt jetzt aber nicht mehr ganz. Deswegen werde ich
heute noch mit Timon später LED-Panels bauen. So wie ich jetzt gerade aussehe, sehe ich aus, wenn ich zu, ja, sagen wir mal so 90% ausgestresst bin. Also noch relativ, ja, vergleichsweise entspannt. Aber lasst mich kurz erzählen, wieso ich so gestresst bin. Jan, unser Kameraassistent, war schon Kameraassistent bei meiner letzten Freundin, sollte jetzt bei High Desert wieder Kameraassistent sein. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den Namen sogar im Vlog sage. Der neue Kurzfilm heißt High Desert. Auf jeden Fall hat Jan eine Ausbildungsstelle bekommen, die dooferweise während der Produktion anfängt. Deswegen kann er da leider nicht dran teilnehmen. Jetzt bin ich ganz verzweifelt auf der Suche nach irgendjemand Neues, falls irgendjemand zuschaut und zwischen dem 12. bis 15. Anreise wäre am 11. August noch nichts vorhat und Lust hat, bei einer Filmproduktion mitzuhelfen, könnt ihr euch gerne einfach unter dieser E-Mail melden oder unten in den Kommentaren oder irgendwie anders mich kontaktieren. Wir sind auf jeden Fall noch ganz, ganz doll auf der Suche und ich habe gerade beschlossen, dass wir die LED-Panels in einem separaten Video bauen, weil es sonst einfach viel zu lang werden würde, dieses Video. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, bleibt fresh und ciao.